Ja, moin zusammen. Ich stelle heute mal eine total verrückte These auf. Ich möchte heute mit euch über Homosexualität sprechen. Werden die einen oder anderen jetzt wahrscheinlich staunen, aber ganz interessant auch beim US-Wahlkampf zu sehen. Eine Aussage von Vizepräsidenten-elect JD Vance. Hört mal ganz kurz rein. I wouldn't be surprised if me and Trump won just the normal gay guy vote. Oh, sure. Because, again, they just wanted to be left the hell alone, and now you have all this crazy stuff on top of it. Geil, ne? Also, er ist nicht überrascht, wenn der normale Gay, also der normale Schwule oder die normale Lesbe, entsprechend Trump und JD Vance wählen würde. Wie kommt der da drauf? Schauen wir mal rein, was so die lesbische Community in den USA dazu sagt. Und ich glaube, diese lesbische Amerikanerin, die weit über eine Viertelmillion Follower hat, bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Lass uns mal ganz kurz reinhören, was sie hier sagt. Talking about you. I think he's talking about me, well, normal gay girl, and other people like me. You know, the LGB part. Because the LGB part is tired of y'all in the TIAQXYZ. Because about 2015, we got marriage rights. That was all we needed. That is all we needed for equality. People were dancing in the streets, we were excited, and no one gave a shit. Ist genau, was sie sagt. 2015, das fing ja bei uns auch an, dass du in Deutschland als lesbisches Paar, homosexuelles Paar grundsätzlich heiraten konntest. Kinder adoptieren, hat da einer ein Problem mit? Ich glaube nicht. Ja, ich erinnere mich, ich bin wirklich noch auf die Love Parade gegangen. Ja? Da war das, spielte das gar keine Geige. Alter, wie du rumgelaufen bist, ja, ich habe da manchmal schon, man hat ja geguckt und gestaunt, ja, ab und zu natürlich, aber interessiert es einen? Ey, wir haben alle Spaß gehabt. Wir haben gespaßt, wir haben gefeiert, es war Mucke, fandst du geil, fandst du nicht geil, haben einige über die Stränge geschlagen, aber du konntest rumlaufen. Du konntest rumlaufen, wie du wolltest. Versuche heute mal, du brauchst doch nicht immer eine Kippe aufsetzen, das ist schon schwierig heutzutage, einmal durch eine Metropole in Europa zu laufen, ja. Wenn du in Lebensgefahr sein möchtest, mach das mal. Aber genauso gut, warum kommt denn Kevin Kühnert an und sagt, ich kann in Berlin nicht mit meinem Freund rumlaufen? Kevin, why is that so? Hä? Huh? Is it so, because there's so many Nazis mit Springerstiefeln und Glatze rumlaufen? I don't think so. Es ist, und da sind wir schon wieder bei der Migration. Wie geht denn das? Hören wir mal ganz kurz weiter, was sie sagt. About us. It's only been about the last 5 years that people have given a giant shit about us, and homophobia is on the rise. People don't like us again. Why is that? What changed? Do you think that people just woke up one day and became more cruel? No. People like you, Jeffrey, and the rest of the TIAQXYZ. Sauna unsicher fühlen, wenn Menschen, die bisher Männer waren, diese Räume betreten. Transfrauen sind Frauen. Und Ich kann mich über den ganzen Dreck nur kaputt lachen, was da immer am LGBTQ, das war ja schon schlimm, jetzt kommt ja noch der ganze Bums da hinten dran, was es alles noch gibt. Ein Irrsinn. Die Leute sind ja nicht über Nacht aufgewacht und sagen, ich bin jetzt homophob. Nein, es hat, sage ich, ganz eindeutig mit der Migration zu tun, dass Menschen aus einem Kulturkreis hierher kommen, die Jagd auf Homosexuelle machen. Und dieser in unseren Medien völlig durchgeknallte Typ sagt genau das Richtige und genauso ist es ja auch. A radical Islamic terrorist targeted the nightclub, not only because he wanted to kill Americans, but in order to execute gay and lesbian citizens because of their sexual orientation. It's a strike at the heart and soul of who we are as a nation. Ja, genau so ist es. Der böse Trump spricht es hier ganz klar aus. Wir haben Menschen aus einem Kulturkreis hierher geholt, die diese Menschen, die homosexuell sind, hassen und töten wollen. Aber jeder, der lesbisch ist oder etwas für Lesben über hat und so, kannst du mir mal erzählen, wie du weiterhin dann diese Massenmigration hier weiter förderst, indem du solche Parteien wählst, die genau das wollen? Und jetzt denk mal nach, wer das alles will. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Ja, und es geht den normalen Bürger auf den Sack. Es geht mir auf den Sack, dass eine Claudia Roth, all die anderen Spinner rumlaufen und irgendwelche, ich meine, als Kulturministerin diesen ganzen Bullshit, diese ganze Scheiße in den Schulen vorantreiben. Es geht ja gar nichts mehr ohne, ja, warte mal, wir müssen ja überlegen, ob wir jetzt wirklich unseren Kindern schon einen richtigen Namen geben. Die sollen es doch erstmal selbst aussuchen, welches Geschlecht sie haben, wo sie was ist das? Und davon haben die 99,9% die Schnauze voll.
So einfach ist das. Ja? Es gab genug Rechte, es gibt genug Rechte, wir müssen das nicht forcieren nochmal und unseren Kindern jeden Tag aufs Brot schmieren. Davon haben die Menschen die Schnauze voll. So einfach ist das. Und so schadet ihr diesen Menschen, die einfach noch vor 8, 9 Jahren glücklich waren, wie es war, die Situation, es war immer besser für Homosexuelle und jetzt ist es schlimmer geworden. 2 Gründe, die politische Schwachsinn-Scheiße, die hier läuft und die Migration, weil wir zu viele Menschen haben, die das nicht akzeptieren und respektieren können und sich nicht an unsere Gesetze geflogen halten und unseren Kulturkreis halten wollen. Ganz einfach. Common Sense, logischer Menschenverstand. Mich stört ist, dass ich das Gefühl habe, sie sind gegen alles, was für Deutschland ist. Also sie bellen sofort auf, wenn sie das Gefühl haben, man ist irgendwo islamkritisch, dann bellen sie sofort und stecken einen ins rechte Lager.